Moin Moin und herzlich willkommen. Weiter geht's mit ein bisschen Tropico für die Touristen, die hoffentlich irgendwann mal Geld bringen werden. Machen wir mal noch eine Straße hinbauen. So. Trollen hier schon ein paar rum. Ja. 12 von 12, immerhin. So, Flugplatz ist noch nicht mal gebaut und haben schon ein paar Touristen da. So, was wir als nächstes unbedingt machen müssen. Möbelfabrik. Da brauchen wir erstmal wieder ein bisschen Straßenverbindung. Lass schnell hier hin. Warum will der nicht? Okay, von mir aus dann eben krumm und schief. Habe ich auch kein Problem mit. So, und jetzt Möbelfabrik. Genau in die Nähe Wir haben die Chance, vom Sägewerk. Den Ausgang der nächsten Wahlen zu beeinflussen. Streng genommen nicht ganz legal, aber ich garantiere, dass es keiner herausfinden wird. Nö, brauchen wir nicht. Wir haben 72%. Das wäre absolut albern. Ich bin so wütend. Ich kann nicht glauben, was gerade passiert ist. Geht das schon wieder los? Das Wahlergebnis ist da. Lassen Sie mich Ihnen als Erster gratulieren, Präsident. 71%, wusste ich doch, dass wir das Ding gewinnen. So, können wir hier schon ein bisschen was upgraden? Nee, erst in der Neuzeit. Schade, schade, schade. Das Ding reißen wir irgendwann mal ab. Mal hier noch was upgraden. So. Und mal hier gucken. Moderne Waffen haben wir schon. Persönliches Todeskommando. Ah, das nehme ich mal mit. Die Operation war ein großer Erfolg. Und jetzt kommt mein Lieblingsteil. Oh nein, was machen wir jetzt hier? Richten Sie alle Rebellenanführer auf der Insel hin oder verbannen Sie sie? Es scheint, als unterschätzte ich Ihre Fähigkeiten immer wieder. Zwei kostenlose Unterhaltungsgebäude. Ja, die nehme ich. So, Rebellen für. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier mit denen los ist, was sie machen. Kriegt man aber bestimmt nicht raus. So, wo sind die? Die tingeln bestimmt hier irgendwo rum. Das müssen wir bloß noch rausfinden, wie man die am besten finden kann, sozusagen.
Kann man hier eigentlich irgendwas noch mit der Förderung upgraden? Ja, Fracking-Anlage haben wir. Und der Rest ist was für ein Arsch. So. Jetzt macht mir hier endlich Möbel. Apropos Möbel, die müssen ja auch die Arbeiter irgendwo wohnen. So. Gibt es noch ein paar Mietskasernen obendrauf. Und damit sie auch nicht jammern und immer schön glücklich sind. Mal gucken. Ja, so rum. Gibt's hier noch? Eine schöne Taverne. Zack. Wir sollen ja glücklich sein. So, was macht unser Krankenhaus? Oh. Ach Scheiß, das mache ich. Kostet zwar einen Haufen Geld, aber umso glücklicher sind sie. Präsident, die Folgen der Ölpest wurden beseitigt. Sehr schön. Wir haben ausführliche Studien fremder Kulturen durchgeführt und entdeckt, wie man einen ausländischen Besucher einen ganzen Tag lang unterhalten kann. Setzen Sie ihn einfach in einen runden Raum und sagen Sie ihm, dass in einer Ecke des Zimmers ein Stück Kuchen liegt. Tricks wie diese werden insbesondere unseren Touristikunternehmen helfen, Langeweile bei unseren Besuchern zu bekämpfen. Ach, Langeweile werden die nicht haben. Weil ich baue hier nämlich als Touristenattraktion, passt mal auf, den Zirkus hin. Der Zirkus ist in der Stadt. Zack. Direkt am Strand ein Zirkus. Ha! Da kommen schon die ersten Luxusliner an. Mist mit mir. So. So ist schön. So, was ist das für eine Verbesserung? Auslandsbeziehungen steigen um 10 Punkte, sodass das Budget des Flughafens steigt um 10%. Das leiste ich mir. Und Charterflüge. Cool, jetzt gucken wir mal, was unsere Bude hier macht. Noch gar nichts, die wird noch gebaut. So, fertig. Ich habe eben erst einen echt großen Kleiderschrank bei unserer neuen Möbelfabrik bestellt. Brauche ich den wirklich? Aber natürlich, denn ich bin eine Frau. Und da passen dann auch die ganzen Leichen aus dem Keller rein. Leichen, ist mir klar, dass du welche hast. So, im Keller meine ich. So, Klimaanlage. Das wird nicht preiswert. Ja, ach komm. Wollen wir mal nicht so sein. So, dann lasst mal hier schön Möbel bauen.
So, dann haben wir hier. Die sind immer noch nicht fertig. Nicht so schlimm. Vor uns liegt ein neues Zeitalter des Wissens. Okay, schicken Sie ein Familienmitglied. Oh nein. Gibt ja nicht mehr viele. Tabak, Baumwolle. Arrr. Hat die eine echt eine Mücke gemacht? Die schicke ich. So, finden wir hier jetzt langsam mal zwischendurch mal unseren Rebellenanführer. Ich will das Ding hier weg haben, um noch ein paar schöne Häuschen zu bauen und noch ein bisschen Unterhaltung. So, haben wir eigentlich auch schon ein Museum gebaut. Sieht nicht so aus. Universität, das ist noch eine Zeitung. Kathedrale soll eigentlich auch noch hier hin. Ich bin so wütend. Ich kann nicht glauben, was gerade passiert ist. Okay, noch ein paar Rebellen hier angreifen. Wo sind sie? Nein, am Arme des Propheten. Wäre nicht schlecht, wenn ich hier hinten auch nochmal so ein Dings bauen würde. Oh nein, die brauchen noch Ewigkeiten bis hierher. Ja, dann verabschieden wir uns schon mal von der Maisplantage. Habe ich euch jemals davon erzählt, wie ich von zu Hause ausgerissen und zum Zirkus gegangen bin? Das waren zwei wundervolle Jahre, bevor sie mich als zu verrückt rausgeworfen haben. Ich vermisse meine alten Freunde. Freddy, wenn du zuhörst, willkommen in Tropico und zieh Olga von mir am Bart. Olga am Bart ziehen. So. Die verfolgen wir mal jetzt. Sir, ich habe gute Neuigkeiten. Plus 10 Umwelt, was machen wir denn da? Bürger werden auf die Insel kommen. Plus 10 Umweltschützerbeziehung. Das hört sich gut an. So, Wiederaufbau. So, den erschossen. Eigentlich sollte der doch erschossen werden und der verbannt. Todesursache, Mordauftrag.
Ich grüße Sie. Wie kann ich helfen? Schade. Ich wollte ihn eigentlich wegoptimieren. Wollen wir auch noch töten von mir aus. Pechsache. So, hier hinten hören wir unsere Möbelfabrik. Ausgang 6900. Das ist gut. Aber exportiert haben wir noch keine. So, ist jetzt hier endlich mal... Jawohl. So, Automatisierung. Weiter geht's. Dann können wir ja bald das Ding hier platt machen. Aber erstmal hier, das reißen wir ab. Und bauen dann gleich... Erstmal. Kommt, macht mal hin hier. 100.000 heulende Höllenhunde, Präsidente. Wir haben eine Krise und müssen schnell handeln. Unruhen. Unruhen ist schlecht. So, erstmal noch ein bisschen Unterhaltung. Luxusunterhaltung. Und zwar ein fettes... Museum kommt hier hin. Ein Prachtstück vom Museum. Oder ballern wir das nicht so... Nicht, nö. Museum. Hier. Schön. Pam. Klasse. Gleich daneben noch eine Parkanlage und noch mal eine kleine an der Seite. So, schick. Ja, wir brauchen eine Recyclinganlage. Ich weiß, der sagt mir das hier. Empfohlenes Gebäude, Recyclinganlage. Ja, dann wollen wir dem mal entsprechen. Und basteln uns eine. Wo ist er denn? Hier. Da wollte ich eigentlich das Gefängnis hinbauen. Jetzt kommt die Recyclinganlage. Hier hin. So, Rebellenführer 4. Vier Rebellenanführer. Einen habe ich, glaube ich, vorhin hier irgendwo reingehen sehen. Such dir einen Job. Noch so eine hässliche Hütte. Oh, ist ja unglaublich. So, was machen wir denn an dieser Stelle hier? So, hier sind 10 von 10. Und hier passen 12 rein. Sind die eigentlich glücklich hier? So, dann wollen wir mal noch so ein hässliches Apartmenthaus hier hinpflanzen. Thank you.
Also richtig grottenhässlich sind die Teile. Wir wurden zu Sondierungsgesprächen für den Handel mit dem gesamten Ostblock eingeladen. Besitzen Sie 4 Hafenanlagen? Ja, klingelingeling, müssten wir gleich fertig haben. Ich wusste es. Hinter der antikommunistischen Fassade verbirgt sich ein echter Kommunist. Ein wahrer Kamerad. Oh, mehr Kommunisten auf der Insel? Ich glaube, da sind schon genug. Ich nehme die 5 kostenlosen Wohngebäude. Und trotz... Hallo? Hund! Oh! Greifen schon wieder Rebellen an. Schmuckfabrik. Sablon Gold ist alle. Nee, noch nicht. Jetzt habe ich da irgendwas weggedrückt. Hätte ich mal nicht machen sollen. So, hatte ich jetzt 2 oder 3 Goldadern hier? Hier ist ein Uran. Ah, ich warte erstmal bis da. Nee. Tatsache, nur 2 Goldadern. Uiuiui. So, guck mal hier. Exkursion. Zack. Klasse. Hier bauen wir mal noch einen... wo bist du denn? Am Parkplatz hin? So. Zwischendurch halte ich hier immer noch Ausschau nach so einem Rebellenanführer. So, Rinderfarm. Das werden wir mal jetzt modernisieren. Und die nächste gleich mit. Zack. Tierische Dinge ist immer noch. Und hier Impfung. Genauso wie hier. Was haben wir hier? Ziegenfarm. Lamas. In letzter Zeit waren wir arg verkatert und hatten keine guten Einfälle. Aber zum Glück musste gestern einer unserer Forscher bis ans andere Ende der Insel und hat das Fahrrad entdeckt. Und es funktioniert. Ganz ohne Benzin. So, Fahrzeugfabrik freigeschaltet. Da. Ist aber blöd, weil dazu brauchen wir Bauxit und das müsste ich einkaufen. Das haben wir hier nicht. Deswegen baue ich die Fahrzeugfabrik nicht. Ich lege hier Wert auf meine Möbelfabrik. So, wir werden mal an der Stelle nicht, sondern hier. Mülltrennung, da oben ist es schon. Erlassen. Dann regen sich die Leute hier nicht auf. Mülltrennung ist gut.
So, gucken. Hier rennt bestimmt einer rum mit so einem Schild auf dem Kopf. Und einer geballten Faust. Nee, der ist es nicht. Guten Tag. Keine Ahnung, was... Wollen wir den mal umnieten lassen? Ich bin der Schnellste in meiner Klasse. Wo ist meine Mama? Ich grüße Sie. Ich beruf Priester. Wollen wir den verbannen? Es war nur eine Frage der Zeit, bis sich die Sowjets in die Sache einmischen würden. Ja. Was machen wir jetzt? Ja, dann kommen die Russen und überfallen uns. Egal. Machen wir das. Kamerad Präsidente, Ihre Entscheidung, gemeinsam mit unseren sowjetischen Brüdern zu kämpfen, erfüllt mein Herz mit Freude. Um 90% gesenkten Preis? Habt ihr einen Knall? Okay, von mir aus verschenken wir eben mal 5000 Öl. Ich hab's ja. So. Kommt. Weiter geht's hier. Unsere Touristenstadt. Die muss blühen. So, Touristen. 9 von 12. Wollen wir eine schöne Touristenstadt bauen. Nationalpark. Restaurante. So, Familienresort, noch ein Billighotel. Erstmal ziehen wir noch eine Straße durch. Hallo. Schöne Strandpromenade. So. Da, 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 da. Und jetzt gibt's erstmal alte Ruinen haben wir schon gebaut. Na, Hacienda. Guck mal hier. Das ist cool.
So, dann historisches Gasthaus. Das kommt auch nicht schlecht. Können wir hier nämlich noch schön ein paar Familienresorts hinbauen. So, und wo lang ist denn jetzt hier? Ach, das ist denen egal. Ich hoffe, die bringen Geld. Schön, komm mal her mit Meerblick. Cool. So, was haben wir noch? Gar kein Geld mehr. So, das lassen wir erstmal schön da rumbauen. Klasse. So, und an der Stelle ist es leider wieder soweit. Ich sag mal vielen Dank fürs Reinklicken. Ich mache mir jetzt mal hier auf die Suche nach den bekloppten Rebellenanführern. Mal gucken, ob ich hier irgendwo einen finde. Ich glaube ja eher nicht. Und ja, dann werden wir mal sehen, wie wir uns wieder hier ein bisschen Geld scheffeln können. Als nächstes werde ich mal zusehen, noch einen Hafen hier an die Ecke bauen. Einen brauchen wir noch. Und ja, schauen wir mal, wie es denn hier mit unserem Tourismus weitergeht. Ich glaube, wiederhole mich schon wieder, wenn ich sage, vielen Dank fürs Reinklicken. Vergesst mein Like nicht. Ja, und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und dann hoffe ich doch, dass die Folge ein bisschen spektakulärer wird. Bis dahin, tschüss, euer Olli.